Während der Lehrer sauber macht, nutzt die Klasse die Gunst der Stunde. Schnell eine Runde chillen, bevor der Unterricht weitergeht. Was hat er jetzt wohl vor? So, da vorne, das Ding muss noch weg und dann können wir gleich sofort loslegen. Wir werden nämlich jetzt hier gleich mal so einen kleinen Catwalk errichten. Heute geht es um das Thema bei Fuß laufen. Ja, wir werden mal ganz sachte mit den Welpen anfangen, das Programm zu starten. Es ist für mich eines der wichtigsten Kommandos am Ende. Also bei Fuß laufen heißt ohne Leine. Ich möchte, dass Sie das wirklich richtig verstanden haben und auch positiv gelernt haben. Und das sind viele einzelne kleine Schritte. Den ersten Schritt haben wir ganz am Anfang schon aufgebaut. Und zwar war das dieses Handtouch, ne, dass der Hund die flache Hand mit der Nase berührt. Zur Erinnerung. Immer wenn der Hund die Hand mit seiner Nase berührt, wird er belohnt. Das brauchen wir jetzt auch gleich hier, aber jetzt geht es so langsam Richtung wirkliches Beifußlaufen. Wir gucken mal, wie die sich anstellen. Den Anfang in der Schulstunde bei Fußlaufen macht Gamma. Ich werde als allererstes jetzt mal das Handtouch überprüfen, noch mal gucken, ob da noch alles sitzt. Komm mal her, Gamma. So, das heißt, hier habe ich das Futter. Fein, sehr gut. Ne, guck noch mal, ob ich einen weiteren Weg auch hinkriege. Fein, super. Ja, das ist jetzt hier gleich die Voraussetzung, dass ich hier zeigen kann, wo ich sie gerne hätte. Man kann sich das Kommando am Ende selbst aussuchen. Ja? Was möchte ich dem Hund für ein Kommando geben, wenn er bei Fuß laufen soll? Ich mache das sehr gerne mit einem Handzeichen, das heißt einfach auf den Oberschenkel klopfen. Mein Ziel ist, dass mein Hund wirklich die ganze Zeit schön an meiner Seite langläuft, aufmerksam ist, hochschaut und ich längere Strecken auch so laufen kann. Wir fangen aber logischerweise erstmal klein an. Ja? Und zwar mache ich das jetzt mal mit dem Handtouch. Das heißt, ich klopfe hier hin, das kennt sie schon, fein, super, belohne das, gehe ein Stück und sage ich, okay. Und lass sie nach vorne laufen. Ich möchte jetzt als allererstes von Anfang an, dass beide Seiten funktionieren. Weil ich meinen Hund immer auf der reizentfernten Seite führen möchte. Ja, also immer weg vom Fahrradfahrer, vom anderen Hund oder was auch sonst. Und zwar stelle ich mich hier hin, mach das mit, einfach mit dem Klopfen auf den Oberschenkel, um ihr anzuzeigen, auf welcher Seite hätte ich sie gerne. Sie geht jetzt noch fünfmal durch den Tunnel, das macht auch nichts. Komm her, bist du bereit? Komm mal. So, und klopfen. Fein. Und fein, super. Am Anfang drehe ich mich hier ein bisschen mit, bis das richtig sauber funktioniert. Fein, sehr gut. Und guck mal nochmal. Die Konzentration der 14 Wochen alten Boxerhündin scheint heute nicht die beste. Die ist ein bisschen platt, ne? Die ist irgendwie total drüber und durch. Komisch, dass die so schlecht drauf ist heute. Die restlichen Wochen waren ja immer super bis jetzt. Gamma. Heute ist nicht Gammas Tag. Das ist ein junger Hund und wir sind hier nicht bei der Bundeswehr. Wir müssen es nicht übers Knie brechen. Ganz in Ruhe, ganz langsam das Ganze aufbauen. Und wenn ich merke, Mensch, die ist da gerade ein bisschen drüber, kann sich nicht so gut konzentrieren, dann ist das in Ordnung. Drahthaar-Paul dagegen ist voll auf der Höhe. Wir fangen mal auf der linken Seite an. Zack, fein. Jetzt drehen wir und machen das so. Super, sehr gut. Paul macht jede Übung perfekt. Jawohl, sehr schön. Der ist jetzt schwierig. Wenn der Hund vorne rumwechseln möchte, das passiert eigentlich in der Regel immer mal beim Aufbau, auf gar keinen Fall belohnen. Also wir wollen wirklich hinterher, man kann sich das so vorstellen, ich laufe mit meinem Hund, der ist hier bei Fuß, ja, jetzt kommt mir da ein Fahrradfahrer entgegen. So, und dann klopfe ich hier auf den rechten Schenkel und mein Hund kommt sofort auf die rechte Seite und ich habe das alles viel abgesicherter und viel kontrollierter. So, deswegen auf gar keinen Fall vorne rumwechseln lassen, weil sonst falle ich über den Hund. Und auch das hat Paul sofort kapiert. Paul, super, kann man nicht anders sagen. Der Junge hat richtig Bock zu trainieren. Das merkt man, er ist total aufmerksam, hat das Handtouch super verstanden. Und auch beim Loslaufen 1A, das wird ein richtig gutes Beifußlaufen. Puff, dieser schulische Übereifer seines Klassenkameraden. Sammy mag's eher gemütlich. Klopfen, Handtouch, fein, super. Wechseln, klopfen, Handtouch, super. Ein astreines Beifußlaufen. Das ist Sammys Besitzern extrem wichtig. Sie wollen mit Sammy Fahrrad fahren. Und da soll Sammy ordentlich nebenher laufen.
Ich gehe ja ziemlich viel laufen und ich will ihn also später mitnehmen zum Laufen, Joggen, damit er mich begleitet. Und Fahrradfahren. Und Fahrradfahren. Fahrradfahren, das klingt nach einer guten Idee. Sammy, pass auf. Langsam. Vorsicht, dass er in die Speichen kommt. Aber genau die drehen sich doch so schön. Lauf mir nicht ins Fahrrad rein. Komm, nicht so ziehen. Sammy. Nicht ziehen? Kein Wettrennen? Och, wie langweilig. Naja, vielleicht schmeckt ja der Fahrradständer. Papa wird's zu blöd. Ich habe Angst, dass ich ihm was Falsches anlerne. Und deshalb will ich einen Trainer haben, damit der mir die richtigen Ansätze zeigt und nicht ich ihm von einem Problem in das nächste lotse, weil sonst kommen wir nicht weiter. Dafür gibt's Trainer André. Wie ich das oft sehe, wie auch Fußball gebracht wird, einfach mit dem Futter vor die Schnauze. Ja? So, das heißt, wenn ich das mache, sieht das so aus, als wenn der Hund 1A bei Fuß läuft. Macht er natürlich nicht. Das Gehirn ist komplett ausgeschaltet. Der sieht einfach nur Futter, Futter, Futter und läuft da hinterher. So ähnlich wie mit der Karotte auf dem Esel. Ja, das hilft uns nicht viel. Ich könnte das später immer so machen, aber A, will ich vom Futter weg und B, lernt der Hund auch nicht wirklich was dabei. Bei ihm merkt man beim Loslaufen, dass er so ein bisschen hinterherhängt und ihn müssen wir tatsächlich ein bisschen mehr motivieren, dass er auch schön neben uns läuft. Die nächste Fahrradtour mit Familie kann kommen. Sammy macht Fortschritte. Nächster ist der Manx. Hier probiere ich jetzt das Handtouch erstmal aus. Da hatten wir ja so ein bisschen Probleme, dass er da so extrem drauf reagiert hat. Letzte Woche noch ist Tierschutzhund Manx regelrecht vor der Hand seines Trainers zurückgeschreckt. Eine Challenge, wenn es jetzt darum geht, dem Mischling das Beifußgehen beizubringen. Hier kann man jetzt auch noch mal schön sehen, warum wir das Handtouch eigentlich brauchen. Das ist viel klarer dann in dem Moment. Er weiß jetzt gar nicht so richtig, was er tun soll. Manx, komm mal her. So, das heißt, hinter mich bringen. Fein. Noch ist Manx zögerlich, aber absolut lernbegeistert. Ich dachte, dass wir das jetzt so ein bisschen weggearbeitet hätten, das Problem. So ein bisschen merkt man das aber noch, dass er verhalten ist. Und er scheint da wirklich sehr sensibel zu sein. Und da sind ja auch schon die Eltern. Hallo, André. Hey. Hi. Hi. André zeigt ihnen, was heute dran war. So, jetzt werde ich mal ein Stück gehen. Komm mal her. Also, wieder wie gehabt. Klopfen, fein, das kann ich auch noch mal belohnen. Jetzt gehe ich los, Fuß, ja, und ziehe meinen Hund mit. Fein, fein, okay. Nur ich kann noch mal verbal ein bisschen belohnen. Das ist wie so eine Vorlage. Wie möchte ich hinterher, dass mein Hund läuft? Schön neben mir, hochschauend, ja, im besten Fall aufmerksam, ne, und mit Spaß. Habt ihr dazu irgendwelche Fragen? Die Übung, sollen wir das hauptsächlich drin machen oder auch draußen schon versuchen? Das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich brauchen wir das bei Fußgehen ja am Ende tatsächlich nur draußen. Ne? Drin ist es halt schön zu trainieren, wenn der Platz da ist, aber natürlich brauchen wir es draußen. In den kommenden 7 Tagen haben die Welpen und ihre Besitzer also viele Hausaufgaben zu erledigen. Bis sie sich wieder pünktlich um 8 Uhr zum Schulunterricht treffen. So, tschüss. Ciao, mach's gut. Feierabend für den Welpenlehrer André Vogt. Die Besitzer sollten das parallel natürlich zu Hause auch nutzen in allen möglichen Situationen. Erfahrungsgemäß ist es am Anfang tatsächlich etwas schwierig. Ich muss verschiedene Dinge gleichzeitig tun und das ist immer Neuland für die Besitzer. Und deswegen muss man da schon stark dran trainieren und da werden wir sicherlich die nächsten Wochen auch noch stärker was mit zu tun haben.